Hallo, mein Name ist Julia und ich bin dein Mathematik macht Freude Freunde Coach beim Lernzyklus über den Prozentsatz. Gemeinsam werden wir uns jetzt überlegen, wie man den Prozentsatz berechnen kann. Los geht's! Hier nochmal kurz als Wiederholung. P ist der Prozentsatz und den wollen wir jetzt herausfinden, wie man den berechnet. Den Prozentwert haben wir schon berechnet. Dabei war der Prozentwert einfach P% vom Grundwert. Und dieser Grundwert, das war das Ganze, also die 100%. Auch den können wir schon berechnen. Geht das jetzt also auch für den Prozentsatz? Also, dass man diesen Prozentsatz berechnen kann? Ich sage ja. Und wir werden dazu wieder die Formel brauchen, die du bereits kennst. Nämlich P Hundertstel mal G ist W, also dieser Prozentwert. Die P Hundertstel hier sind ja eh klar, weil Prozente Hundertstel sind, das weißt du ja schon. Und das Mal kannst du dir wie ein von vorstellen. Aber genaueres schauen wir uns gleich nochmal beim Prozentsatz an. Ich habe nämlich eine Aufgabe mitgebracht, die wir jetzt gemeinsam bearbeiten. Und zwar, Helene bestellt eine Pizza mit Champignons. Und sie schneidet diese Pizza in 8 gleich große Stücke. Hier hast du eine Skizze, da kannst du dir das schön vorstellen, diese 8 Stücke der Pizza. Und sie stellt fest, dass nur 6 davon mit Champignons belegt sind. Die Frage ist, wie viel Prozent sind jetzt also mit Champignons belegt? Hier sieht man diese Stücke, die mit Champignons belegt sind, ganz gut. So versuchen wir das mal intuitiv. Die ganze Pizza hat 8 Stücke. Ein Stück ist also ein Achtel von der Pizza. Soweit so klar, oder? Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Achtel, die belegt sind hier. Ich schreibe das mal auf. Halten wir das fest. Wir wissen also, 6 Achtel der Pizza sind mit Champignons belegt. Die Frage ist jetzt, von diesen Stücken hier, wie viel Prozente sind das dann von der ganzen Pizza? Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie viel Prozent diese 6 Achtel sind. Naja. Prozente sind doch Hundertstel, haben wir gelernt. Können wir also statt 6 Achtel irgendwelche Hundertstel schreiben? Klar geht das. Da wir nicht sofort schön erweitern können, zeige ich dir noch einen anderen Trick. Und zwar schreibe ich die 6 Achtel jetzt mal als 3 Viertel. Und das ist nichts anderes als 0,75. Und jetzt können wir uns überlegen, wie viel Hundertstel diese 0,75 sind. Das ist gar nicht schwer, hier 5. Das ist nämlich die Hundertstelstelle. Das heißt, 0,75 sind genau 75 Hundertstel. Das heißt, wir haben jetzt festgestellt, hier oben müssten wir 75 reinschreiben, denn 6 Achtel sind genau 0, also 75 Hundertstel und somit 75%. Perfekt. Somit wissen wir, diese Champignons hier sind 75%. Die Frage ist also perfekt beantwortet. 75% der Pizza sind mit Champignons belegt. Was habe ich hier jetzt eigentlich gemacht? Das Ganze nennt man einen relativen Anteil. Das heißt, ich habe nicht nur gezählt, wie viele Stücke das sind, so wie man das natürlich auch machen kann, so 1, 2, 3 etc., dass ich die einfach alle zähle, sondern ich habe mir die Prozente ausgerechnet vom Ganzen. Dann spricht man vom relativen Anteil. Und das geht, indem man die Stücke durch die Gesamtanzahl dividiert. Okay, soweit, so gut. Jetzt schauen wir uns aber an, ob das auch mit der Methode funktioniert, die wir schon immer kennen und die ganze Zeit bei den letzten Videos verwenden. Versuchen wir, die Angabe mal in so einen Satz zu fassen, wie wir ihn eh immer schon hatten. Die Prozente kenne ich nicht, deshalb schreibe ich jetzt einfach mal P für Prozent. Das heißt, wir wissen, Prozent von, die Frage ist von was? Naja, von der ganzen Pizza, also von den 8 Stücken. P% von 8 Stücken sind. Die Frage ist, wie viel kommt da dann raus? Ich färbe diese 8 nochmal ein, weil das ist eine ganz wichtige Zahl für uns. Und das sind letztendlich 6.
Stücke Pizza. Okay, so habe ich das jetzt einmal in einen Satz gefasst, wie du ihn schon ganz oft aufgeschrieben hast. P Prozent von 8 Stücken sind 6 Stücke. Das heißt hier dieses P, daraus mache ich jetzt P Hundertstel, denn Prozente sind Hundertstel. Du weißt auch, das von darf ich als Mal übersetzen. Wovon? Von 8. Und was kommt raus? Das sind genau 6. Super, jetzt haben wir diesen Satz wieder als Gleichung übersetzt. Kommt dir das bekannt vor? Na klar, die Formel hatten wir gerade noch. Hier der Achter, das ist der Grundwert. Ich muss natürlich P Hundertstel schreiben noch dazu. Und 6 ist in unserem Beispiel nichts anderes als der Prozentwert. Jetzt müssen wir das Ganze nur mehr auf P ist gleich umformen. Hier. Jetzt möchte ich dich nochmal unbedingt erinnern, wie das funktioniert. Wir brauchen nämlich Äquivalenzumformungen. Das letzte Mal haben wir schon diese Äquivalenzwaage hier angeschaut. Kannst du dich erinnern? Sie ist ausgewogen, wenn die beiden Seiten gleich schwer sind, wenn die Gleichung also stimmt. Und du kannst dich bestimmt auch erinnern, nehme ich hier etwas weg und ich mache auf der anderen Seite nichts, würde die Waage kippen und die Gleichung stimmt nicht mehr. Das heißt, du musst wirklich immer gut darauf aufpassen, auf beiden Seiten dasselbe dazuzugeben, wegzunehmen etc. So weit, so gut. Probieren wir das jetzt hier. P soll alleine dastehen. Das heißt, hier, dass das allein bleibt, muss erst einmal hier diese 8 weg. Hier steht ein Mal. Das heißt, wenn ich durch 8 dividiere, fällt sie mir weg. Ich schreibe das hier mit so einem Strich auf der Seite hin. Das heißt, wenn das wegfällt, bleibt mir hier nur mehr übrig P Hundertstel. Jetzt an die Waage denken. Wir müssen diese durch 8 natürlich auch hier auf der anderen Seite vom ist gleich machen. Also 6 durch 8. Perfekt. Und siehst du hier? Die 6 Achtel haben wir auch da drüben ganz intuitiv im relativen Anteil schon berechnet. Okay, ich schreibe das hier auch allgemein nochmal auf. Ich kann das auch mit der Formel machen, indem ich durch G dividiere. Das heißt, P Hundertstel ist Prozentwert durch Grundwert. Die 100 müssen jetzt noch weg. Der Bruch ist nichts anderes als dividiert. Das heißt, ich muss jetzt mal 100 rechnen. Was bleibt hier dann über? Nur mehr P. Und auf der anderen Seite muss ich dann auch die 6 Achtel mal 100 rechnen. Ich mache das hier herüben mit der Formel auch nochmal. Das heißt, wir wissen jetzt, P ist dasselbe wie Prozentwert durch den Grundwert und das Ganze mal 100. Ich schreibe jetzt hier nachträglich den Grundwert noch dazu. Genau. Und das ist jetzt die Formel, die man verwenden kann. Ganz einfach hergeleitet. Ich kastel sie ein. Die ist jetzt für diese Beispiele hier nämlich ganz wichtig. Du musst sie natürlich nicht auswendig lernen, du kannst sie auch immer selber herleiten. Ist überhaupt kein Problem. Hier siehst du das, diese 6 Achtel mal 100, die wir hier durch die Formel erhalten haben, sind genau dasselbe, was wir drüben beim relativen Anteil gesehen haben. Denn 0,75 mal 100 ist genau 75%. Perfekt, das heißt, wir haben uns nicht verrechnet, auf jeder Seite kommt das Gleiche raus. Super gut. Das heißt, du siehst jetzt hier, dass wir das Ganze noch in eine Antwort schreiben. 75% von der ganzen Pizza sind jetzt also mit Champignons belegt. Perfekt. Ich schreibe das Ganze hier nochmal auf. Auch du solltest darauf achten, dass du bei solchen Sachaufgaben nicht auf die Antwort vergisst. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Perfekt. Gut. Du siehst also, ja, man kann den Prozentsatz auch berechnen. Einmal hier als relativen Anteil, indem man hier 6 von 8, dieses von hier, als Bruchstrich übersetzt. Ja. Und dann das Ganze noch überlegt, wie viel Prozent das sind. Oder wir machen das, wie wir es immer kennen, mit Satz und Umformen. Oder du kannst dir natürlich auch so, wie es hier ist, die Formel umformen oder direkt ohne Umformen einfach die Formel für P merken. Viele, viele Möglichkeiten. Wichtig ist,
dass du klarkommst und dass dieses Ergebnis hier, 75%, am Ende herauskommt. Wie es dir am liebsten ist, das musst du entscheiden. Sehr gut, im nächsten Video schauen wir uns das nochmal genauer an.